Neuer Monat, 81. Handwerksgewinnspiel. Es geht um diesen Stallmeister. Es gibt keine Handwerksprodukte zu gewinnen, dafür was richtig anderes Gutes. Und ja, damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Das Video wäre wahrscheinlich aber ein bisschen kurz. Ich laber dann doch ein bisschen näher drüber. Ja, ich begrüße euch auf jeden Fall zu meinem 81. Handwerksgewinnspiel zu Farmarama. Ja, und es geht um diesen Stallmeister. Das ist kein Rätselstall, was weiß ich, sondern das ist ein guter alter Stallmeister. Ja, so sieht es wirklich aus. Und die Gewinnspielfrage, die ich diesmal für euch habe, lautet: Was tippt ihr? Ergattere ich aus diesem Stallmeister einen Sonderstall? Ja oder nein? Das ist es auch schon. Also es ist sozusagen eine 50-50 Chance. Sonderstall, yes or no? Das ist die Frage, welcher genau, ob das jetzt ein Storch wird, ein Frosch wird oder wenn man Upgrade tippt, ob das ein Hühnerstall, ein Skelb wird oder ein Truthahnstall, zwei Orange, ist völlig bedeutungslos. Es geht von daher nur darum, Sonderstall, ja oder nein. Das ist mir dann weniger die einzige Frage hier, da müsst ihr euch aber festlegen. Ja, und unter allen, die dann auch richtig tippen, verlose ich dann den Preis dreimal sozusagen, und zwar gibt es dann zu gewinnen diesmal kein Handwerksprodukt, dafür aber was anderes, und zwar verlose ich dann unter allen, die richtig getippt haben, dreimal den hier, den Blumendrahtbaum. Verlose ich also dreimal, kann ich natürlich allerdings, kleines Manko, natürlich erst am nächsten Gift und Trade dann eben diesen dann auch verschicken hier an die drei hoffentlich auch glücklichen Gewinner. Der produziert dann eben Blumendraht, die man wiederum eben auch benötigt, ist ja die Handwerkszutat für den Beruf Florist. Hier vielleicht dann auch im Laufe der Zeit verlose ich dann auch gerne wieder mal Salz- und Zuckerbäume. Ja, Kräuterelixierbaum gibt es ja leider noch nicht und ein ja, Alchemistenbaum zum Glück noch nicht. Auf jeden Fall gibt es also hier drei Blumendrahtbäume abzuräumen und ja, wo nimmt man teil und so weiter und so fort. Ihr könnt entweder auf YouTube hier unter diesem Video gleich euren Tipp Sonderstall ja oder nein, plus natürlich auch euren Farmarama Ingame Nicknamen, der wird natürlich auch nicht schaden, hier in die Kommentare schreiben oder auf meiner Seite unter diesen Artikeln hier. Link ist natürlich, wenn ihr auf meiner Seite teilnehmt, weil ihr vielleicht ja kein YouTube-Account besitzt, weil hier müsst ihr euch nirgends wo registrieren. Hier auch nochmal in der Videobeschreibung drin. Ein Gewinnspiel geht auf jeden Fall wie immer. Bis zum kommenden Freitag, in dem Fall wäre es der 5. Juni, bis 20 Uhr Auflösung folgt dann ein bis zwei Tage später. Ja, also damit wäre jetzt wirklich alles gesagt hier. Ja, hätte ich also auch fast in 20 Sekunden sagen können. Egal, wie immer. Spaß beiseite, ich wünsche euch viel Glück bei diesem Handwerksgewinnspiel und ja, bin gespannt, wie viel tippen Sonderstall und wie viele nicht. Mal schauen.